Yo, hi Leute, was geht ab? Willkommen zurück auf meinem Channel und heute nehme ich euch mit auf meine erste Odenwald-Tour mit meiner Street Glide Special 2020 in Vivid Black. Wenn ihr mehr wissen wollt, bleibt dran bis nach dem Intro. So Leute, jetzt sind wir hier im Odenwald. Wie gesagt, ich fahre gerne das Motorrad hier im Odenwald ein, weil der Odenwald halt wirklich prädestiniert ist für, um das Motorrad einfahren zu können. Hier ist ein herrliches Wetter, es ist nicht heiß, es ist auch nicht kalt, es ist einfach nur perfekt. Und ich stehe hier jetzt mit meiner neuen Street Glide Special 2020. Oh mein Gott, was ist das? Verpiss dich. So komischerweise Biene. Eine Albino-Biene. Keine Ahnung, haben noch niemand im Leben gesehen. Auf jeden Fall kann sowas im Odenwald passieren. ja, ich bin heute da mit euch, um halt, ja, meine ersten Erfahrungen mit der Street Glide Special zu machen. Ich habe ja schon viele erste Eindrücke in meinem Street Glide Video gezeigt, ne? Und ja, das will ich euch jetzt einfach mal mitnehmen. Ich habe das Ding jetzt ganz frisch, das sind jetzt gerade mal 100 Kilometer drauf. Das Baby ist brandneu, 2020er Modell. Ach, ich kann nur sagen, ich bin ultra glücklich mit dem Motorrad. Die Rocking Special an sich war auch ein mega geiles Motorrad, keine Frage. Aber es hatte ein paar Sachen, die habe ich erst über die Zeit kennengelernt, die mir dann auf mehrere tausend Kilometer hinweg dann doch zu nervig waren oder mich zu sehr gestört haben, dass ich dann im Laufe der Zeit halt auch gemerkt habe, dass die Rocking Special vielleicht doch nicht das perfekte Motorrad für mich ist, aber für eine andere Person kann es ja immer noch das perfekte Motorrad sein und darum geht's. Und ich muss es halt auf, ja, das ist halt meine Erfahrung, die ich halt damit gemacht habe. Das ist, wie sagt man es einfach, es gehört einfach dazu, das ist ein Lernprozess über Jahre hinweg. Und ich denke mal, man kann nicht von Anfang an sagen, das ist das perfekte Bike, das ist das, ja, es ist schon ein geiles Bike natürlich, aber für jede Person an sich kann ein Bike natürlich perfekt sein und wiederum für andere nicht. Und was für mich ein Vorteil ist, kann für einen anderen ein Nachteil sein und genau umgekehrt, ne? Deswegen, ja, bin ich so gespannt auf die Street Glide Special. Also die ersten 100 Kilometer, die ich jetzt damit gefahren bin, ich bin hin und weg, muss ich sagen. Man hat so eine angenehme Fahrkultur dahinter. Das ist einfach atemberaubend. Und ich wollte eigentlich schon früher mein Video starten, aber ich konnte nicht einfach, weil ich einfach fahren wollte. Ich habe jetzt hier für euch jetzt noch ein paar Bilder geschossen, weil hier ist ein wirklich ein geiler Spot. Also hier kommen keine Leute, hier fahren nur Autos vorbei. Und da habe ich jetzt ein paar Instagram-Bilder für euch geschossen. Wenn ihr noch nicht meinen Instagram-Account abonniert habt, dann abonniert mal meinen Instagram-Account. Dance-Moto könnt ihr meinen Instagram-Account folgen und die neuesten Bilder von der Street Glide Special abchecken. Und da bekommt ihr auch hinter den Kulissen ein bisschen mehr mit, was bei mir so abgeht, weil ich viele Insta-Stories mache. Ja, ich bin jetzt auf meiner Street Glide Special, Leute. Ich will jetzt mit euch ein bisschen fahren. Natürlich, so wie sie jetzt da steht, die Street Glide Special, ist die Street Glide Special auch nicht das perfekte Motorrad, ne? Es ist einfach nicht das perfekte Motorrad, weil, wenn es das wäre, hätte ich nicht in meinem Kopf schon ein paar Sachen, die ich jetzt schon umbauen wollen würde. Dazu gehört auch das Windschild dazu, dann vielleicht andere Griffe, weil die halt ziemlich billig sind, halt diese Standard-Harley-Griffe gefallen mir gar nicht eigentlich. Ja, dann vielleicht noch ein Sturzbügel hinten, weil es halt eine teure Maschine ist. Oh, das ist so geil, Leute. Hier, Harley-Zeichen kommt, bam, Cockpit von rechts nach links, richtig geil. Das Motorrad begrüßt dich mit so einem Splash-Screen. Richtig nice, gefällt mir richtig gut. Ich bin jetzt noch dabei, das Motorrad einzufahren, deswegen mache ich jetzt hier auch wirklich low. Wenn ihr wissen wollt, wie man ein neues Motorrad, auf was man achten muss, wenn man es einfährt, dann schreibt es doch mal unten in die Kommentare. Fragt einfach danach, dann kann ich auch ein Video für euch drehen, was eigentlich so wichtig ist, auf was man achten muss, wenn man ein neues Motorrad fährt. Und ich muss echt sagen, ich bin so jetzt die ersten 100 Kilometer hin und weg. Ich bin noch sehr, 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 sehr gespannt, was auf mich zukommt mit der Street Glide Special.
wie sich diese ganze Elektronik, dieses ganze Elektronikpaket wirklich verhält in einem Langzeittest. Das ist das RDRS, nennt sich das. Ich kann auch mal unter das Video einen Link reinkopieren, wo Harley-Davidson das RDRS, also das Reflex Defense Rider System, glaube ich, heißt es, erklärt, was es ist. Ich kann natürlich da auch wirklich ein Video dazu machen und das auch mal im Detail erklären, warum das ADAS eigentlich so geil ist. Das ist das ganz neue Harley-Paket, was die mit reingepackt haben. Da ist Kurven-ABS drin, da ist Anti-Schlupfkontrolle drin, Traktionskontrolle. Das heißt, wenn du zum Beispiel zu schnell runterschaltest, ne, und das Vorderrad oder Hinterrad blockiert, dann fängt das Motorrad das automatisch wieder ab. Und das kann das Motorrad auch abgreifen. Ich bin jetzt auch in der Nähe vom Stausee. Die Leute hier im Odenwald kennen hundertprozentig den Stausee. Wenn ihr den Stausee kennt, schreibt es auch mal unten in die Kommentare, ob ihr schon mal im Odenwald am Stausee wart. Leider ist der Hotspot vom Stausee abgesperrt. Ja, wegen Corona. Und ist ziemlich traurig, aber natürlich verständlich. Man will ja niemanden anstecken oder in Gefahr bringen. Regierung hat so gesprochen und so ist es halt dann auch. Als braver Bürger hält man sich dran. Aber, der Stausee hat natürlich auch einen Staudamm, ne? Und der Staudamm, ja, ist quasi auch implizit eine Brücke. Und da habe ich jetzt schon am Vorbeifahren gesehen, dass die ganzen Leute, ja, am Stausee an der Brücke halten und sich da halt treffen. Was soll's, kann man nicht verhindern. Ich wollte jetzt eigentlich auch hin, aber mit Abstand halt zu anderen. Was mir halt jetzt wirklich auffällt, ist das, was ich in meinem Probevideo gesagt habe. Diese Streetglide, die fällt wirklich so leicht und gut in die Ecken. Ohne viel Aufwand, ohne viel zu drücken. Da hat man bei der Road King mehr zu kämpfen gehabt, sage ich mal. Aber war auch natürlich auch machbar. Hier ist es einfach nur leichter. Was mir jetzt noch so aufgefallen ist beim Fahren, weil ich habe jetzt auch unter meinem neuen Video gesehen, wie kannst du jetzt sowas kaufen? Da ist doch ein Windschild dran, da vermisst man doch den ganzen Fahrtwind und dies und das und ist ja langweilig. Nein, Leute, ist es nicht, weil wenn man fährt, bekommt man dennoch Fahrtwind ab, um den Oberkörper abzukühlen. Und wie passiert das? Das passiert nicht von hier oben, sondern der Fahrtwind kommt von hier unten. Ne? Ich kann mal kurz meinen. So, jetzt habe ich meine Cruise Control angemacht. Der Fahrtwind kommt von hier unten, ja. Das heißt, hier ist jetzt kein Wind, aber hier wäre Wind. Also ich weiß nicht, ob man das gut sehen kann. Das wäre von der Höhe, hier ist kein Wind, hier ist Wind. Und der macht quasi so eine kleine Biegung auf meine Brust. Das heißt, meine Brust an sich bekommt immer noch Fahrtwind ab. Mein Kopf nicht. Also aktuell schon, weil das Windschild halt ein bisschen zu klein ist. Ich brauche da ein neues Windschild, das höher ist, um mir halt quasi einen guten Komfort zu geben beim Fahren, um dass ich halt auch ein bisschen schneller fahren kann, ohne dass mein Kopf hin und her wackelt. Aber ich vermisse keinen Fahrtwind. Das ist nicht der Fakt. Das ist absolut nicht der Fakt. Und da bin ich auch ziemlich froh drum. Ich habe jetzt die ersten 150 Kilometer, sehe ich jetzt gerade, überhaupt keine Bedenken, irgendwas falsch gemacht zu haben, keineswegs. Und gerade im Gegenteil. Als ich die Maschine heimgefahren habe, ne, von dem letzten Video, wo ich die Maschine abgeholt habe, da hat es dann am Ende angefangen zu regnen. Ja? Und dieses Motorrad hat jetzt eine Traktionskontrolle drin. Das haben alle 2020er Touring-Modelle und das neue elektrische E-Bike von Harley-Davidson, die Livewire. Die haben dieses ADAS-System drin. Und darunter gehört auch die Traktionskontrolle. Und in der Traktionskontrolle hast du sogar jetzt zwei Modi. Der eine Modi ist normal, also normale Traktionskontrolle bei normalem Wetter. Und dann hast du nochmal eine Traktionskontrolle für Rain, also für Regenwetter, wenn es nass ist. Und ich muss sagen, es hat geregnet, ja. Und mein Hinterrad ist bei den üblichen Kurven, wo eigentlich mein Hinterrad ein bisschen ausbricht, nicht ausgebrochen. Finde ich mega geil, weil es hat mir sofort ein sicheres Gefühl gegeben auf dem Motorrad. Und ich war richtig happy, muss ich sagen, dass ich jetzt halt wirklich, eine Harley-Davidson habe mit einer besseren Technologie als Technologien einer BMW GS. Und das ist halt schon krass. Mein Vater fährt eine BMW, also eine GS. Und
das Technologiepaket, was jetzt hier in der Harley drin steckt, ist jetzt einfach besser als das von der GS. Und die GS kann eigentlich alles. Und das finde ich so lustig. Deswegen bin ich auch so glücklich. Das war auch wirklich einer der Hauptgründe, warum ich halt wirklich dann die Harley gekauft habe. Guck, das ist hier gemeint. Das ist der Stau. Der Staudamm. Und da treffen sich jetzt die ganzen Biker halt, ne? Ja, was soll man machen? Ist halt so. Aber ich habe jetzt noch vor, den ganzen Tag halt jetzt zu fahren, ne? Muss aber auch aufpassen, dass ich jetzt nicht zu viel fahre, weil ich habe noch keinen Erstinspektionstermin gemacht. Und bei mir geht es relativ schnell, dass ich in einem Wochenende oder in zwei Wochen, keine Ahnung, so 1600 Kilometer auf das Bike fahre. Aber, keine Ahnung, das ist ja immer so, wenn man ein neues Bike hat, dann fährt man das halt extrem lange und viel. Und ja, ich genieße einfach die Fahrten. Ich wollte das einfach mitnehmen. Ist jetzt auch nichts so Besonderes. Deswegen wollte ich es euch einfach mitnehmen. Mal ein bisschen quatschen mit euch. Ist jetzt kein Special-Video, was ich jetzt hier habe. Ist halt meine erste Fahrt. Und ich genieße halt. Kennt ihr die Momente, wo ihr einfach glücklich seid? Passiert einfach nichts, aber ihr seid trotzdem glücklich. Ihr genießt einfach euer neues Motorrad. Ich bin so einfach so, ja, glücklich, was soll ich sagen. Und, also Leute, es werden noch viele andere Videos kommen, noch viele, viele, viele andere Videos, zum Beispiel Umbauvideos. Ich habe mir schon so viele Teile geholt, die ich dann umbauen werde. Ich werde aber auch noch ein Video machen, wo ich dann ankündige, was ich alles verändern werde an dem Motorrad. Kommt natürlich auch, das darf auch nicht vergessen werden. Nicht, dass ich einfach anfange umzubauen, sondern ihr solltet natürlich auch wissen, was umgebaut werden soll. Ich finde das Motorrad einfach geil, also mir gefällt es ultra. Ich bin ultra glücklich damit. Vor allem, ich bin auch wirklich froh, irgendwie, keine Ahnung, vielleicht ist eigentlich behindert von mir, weil ich wieder Geld in das Motorrad reinstecken muss. Aber ich bin auch wieder froh, dass ich halt durch meinen Umbauten wieder das Motorrad personalisieren kann. Ja, dass es halt wirklich meine Streetlight ist und keine normale Streetlight ist, die halt von der Stange kommt. Ein paar Sachen fehlen jetzt noch. Ein paar Sachen habe ich noch aus Amerika bestellt, die man halt leider nicht in Deutschland bestellen kann. Die brauchen ewig lange, aber ich habe genug andere Sachen, die ich jetzt in der Zeit anbauen kann. Aber trotzdem, das wäre der erste Umbau, den ich gemacht hätte bei der Streetlight Special. Ich habe gedacht, komm parallel mit der Ankunft der Streetlight an, aber leider ist es nicht so. Ja, von daher kann nichts dran ändern, muss es halt akzeptieren. Deswegen kommen jetzt andere Anbauteile vorher dran. Was soll's. Also Leute, ich hoffe mal so ein Quatschvideo, wo ich einfach mal mit euch rede und euch einfach mitnehme. War jetzt auch mal eine Abwechslung, sage ich mal, zu den normalen Videos. Ihr könnt mir aber auch unten Feedback geben, natürlich. Soll ich mal öfters mal sowas machen? Also Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert den Channel und aktiviert die Glocke, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und bis dahin Leute, haut rein, bis zum nächsten Mal, ciao.